Haben Sie Professor Leroux in letzter Zeit gesehen? Den Kerl, der immer in der Erde rumbuddelt? Ja, den Archäologen. Nein, hab ich nicht. Hat sich wohl sein eigenes Grab gebuddelt. Was sagst du da? Ruhe in Frieden. Amen. Mach dich gar nicht über andere Leute hin und lustig, sonst erlebst du bald dein eigenes. Was denn? Das macht dir nicht mal einen Spaß machen? Mir ist heute nicht danach, mit Ihrem Boot zu fahren. Vielleicht ein anderes Mal. Kommen Sie doch wieder, wenn Sie wollen. Also dieser Papagei ist mir... ist mir ein bisschen unheimlich. Zahlen Sie bitte Eintritt, um den Pier zu betreten. Müssen wir das wirklich tun? Okay. Das schon mal nicht. Aber wir haben ja die Botschaft jetzt erstmal überbracht. Die besten Boote der Küste! Gehen wir mal zurück zum Shopbesitzer. Zeitung hatte ich vorhin übersehen. Eine alte Zeitung. Gutes Packmaterial. Ich war bei den Docks. Und? Was macht die Kunst so? Alles prima. Aber ihr Bruder ist wirklich etwas sonderbar. Er jagt seinen eigenen Papagei. Das sagt er nur so. Der alte Seewolf muss ja was zu murren haben. Was macht mein Schlüssel? Ist so gut wie neu. Klasse. Was macht das? Vergiss es, das wäre nicht einmal ein Euro. Hier ist die Entlohnung für eine gute Arbeit. Danke. Behalten Sie den Rest. Das ist zu gütig. Danke. Vielen Dank. Bis bald. Und behalten Sie Ihren Bruder mit seinem Papagei im Auge. Ja, keine Sorge. Die beiden haben ein inniges Verhältnis. So, da hat sie dann jetzt, ohne weiter zu murren, mit den alten Münzen bezahlt. Ich hoffe, das war kein Fehler an dieser Stelle. Denk daran, die Zange wieder zurückzulegen. Vielleicht brauche ich sie wieder. Ja, ja. Ich nehme die Zange besser nicht mit, sonst verliere ich sie noch. Denk daran, die Zange wieder zurückzulegen. Vielleicht brauche ich sie wieder. Aber damit können wir momentan noch nichts anfangen. Ich hatte irgendwie gedacht, eventuell die Kugelschreibermine gerade zu biegen. Zurückgeben. Ah, okay.
Diesen Anderson sollen wir also auch noch suchen. Haben Sie noch weitere Fragen? Allerdings. Mich interessiert zum Beispiel, ob Ihr Onkel mit Ihnen über Details seiner letzten Entdeckung gesprochen hat. Details? Er hatte keine Gelegenheit. Wir haben uns noch nicht einmal gesehen. Ich wollte nur sicher gehen. Setzen Sie seine Arbeit fort? Ja. Ich behalte sein Haus im Auge. Nicht, dass noch irgendwelche Sammler es ausplündern. Ja, das wäre nett von Ihnen. Danke. Ich könnte auch drinnen nach dem Rechten sehen. Sie müssten mich da nur reinlassen. Machen Sie sich keine Umstände. Das wird nicht nötig sein. Ich bin nur ein besorgter Bürger. Wir alle sind stolz auf Olivier Leroux' Erbe. Wirklich? Wenn das so ist, wieso hat man seine Arbeiten beendet? Sie verstehen nicht die Motive eines Wissenschaftlers. In meinem Beruf lernt man nicht nur auf den äußeren Schein der Menschen zu achten. Tief im Innern haben wir alle dunkle Motive und Wünsche. Dieses berufsbedingte Misstrauen ist schon krankhaft. Aber nur die Kranken wissen die Gesundheit zu schätzen. Ich glaube nicht, dass Sie den Dieb finden werden. Aber falls sich der Professor bei Ihnen melden sollte, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Das will ich aber nur ungern. Sie müssen aber... Sonst werde ich Sie als Komplizin ansehen. Kaum redet man 5 Minuten mit Ihnen, fühlt man sich schuldig. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Irgendwie bezweifle ich das. Ich empfinde diese Unterhaltung als höchst unangenehm. Wir sehen uns sicher bald wieder. Das fürchte ich leider auch, dass wir den Typen nochmal wiedersehen. Na, schon sehr sonderbar. Scheint auch ein großes Interesse daran zu haben, in das Haus zu kommen. Warum sollte ich die Bewohner stören? Weil du diesen Anderson suchst. Warum sollte ich die Bewohner stören? Aber das scheint nicht der richtige Ort dafür zu sein. Können wir noch irgendwo hin? In die Schule? Nein, Mami, ich mag heute nicht in die Schule. Irgendwie joggt Sylvie genauso schnell, wie wenn sie normal geht. Das ist ein bisschen seltsam, weil man gewöhnt sich sicher dran. Bis dann. Die besten Boote der Küste! Da könnte sich ein ganzer Wald durchquetschen. Der Papagei will sicher immer noch seinen Fisch. Die alten Steinmauern schützen etwas vor der Hitze.
Aber ein Adressbuch oder so haben wir hier, glaube ich, auch nicht gesehen. Nein. Sollen wir uns doch nochmal den Brief anschauen? Naja, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.